Das Fernduell um den Meistertitel in der Regionalliga Ost geht in die nächste Runde. Horn erstmals unter der Regie von Masanori Hamayoshi, der aber noch nicht auf der Bank sitzen darf. Die Arbeitserlaubnis ist noch ausstehend. Und die Handschrift vom neuen Cheftrainer ist auch von Beginn an sichtbar. Hohes Gegenpressing und volle Offensivpower von der ersten bis zur letzten Minute. Und so sehen wir nach nur wenigen Minuten bereits die zweite Top-Chance für den SV Horn. Über die rechte Seite Oliver Pranic, der zur Mitte spielt. Und Nils Zartl kommt nicht an den Ball, weil Luhakovic noch rechtzeitig klärt. Nach einer Viertelstunde muss dann der Bundesliga-erfahrene Goalie Hadžikić zum ersten Mal eingreifen. Nach einem Kopfball von Niki Havener kann er diese brandgefährliche Aktion gerade noch vereiteln. Es ist weiterhin nur der SV Horn, der spielt wieder über rechts, über Ferdinand Weindl, der den Ball zur Mitte bringt. Und es ist wieder Osman Hadžikić, der eingreifen muss. Horn macht das Spiel, lässt der Austria weder den Ball noch den Funken einer Chance, spielt nur Horn. Nächste Aktion, Minute 42, Pranic zieht ab, Hadžikić wieder ohne Probleme. Halbzeitstand nach einer überlegenen Dominanz des SV Horn noch immer 0:0. Allerdings gleiches Bild auch nach Seitenwechsel. Horn mit vielen Offensivaktionen. Hier eine der wenigen Austria-Möglichkeiten, da erwischt Niki Havener, der mit dem Kopf diesen Schuss abwehrt. Der junge Horner Innenverteidiger kann aber weitermachen. Horn ist offensiv sehr präsent, einzig ein Treffer fehlt noch. In der 53. Minute ist diesem Stefan Rakovic aber ganz, ganz nahe. Er spielt heute nach seiner langen Verletzungspause zum ersten Mal wieder von Beginn an und erzielt dabei beinahe sein nächstes Saisontor. Naja, auf dem Tor hat man gesehen, da fehlt es mir noch ein bisschen, aber an dem muss ich wieder arbeiten und es wird schon wieder kommen. 55. Minute, Juric wird vor dem gegnerischen Strafraum zu Fall gebracht und ebenso nur wenige Zentimeter an einem Treffer entfernt knallt dieser Freistoßhammer von Vujanovic an die Latte. Toller Freistoß, jetzt klopfen die Hausherren schon mächtig an einem Torerfolg an. Und der lässt dann auch nicht lange auf sich warten, Rakovic erneut unangenehm im Strafraum, diesmal hilft nur ein Foul, 11 Meter für Horn. Vujanovic übernimmt die Verantwortung und verwertet eiskalt zur längst überfälligen Führung. 58. Minute, der SV Horn führt mit 1:0. Und Horn will natürlich mehr, nächste Möglichkeit. Freistoß von Pranic, der findet den Kopf von Vujanovic und Hadžikić kann mit einer großen Tat das 2:0 verhindern. Vujanovic mit einem schönen Kopfball, weit entfernt vom Tor. Die Austria-Defensive steht das gesamte Spiel unter Bedrängnis. Wie auch hier 10 Minuten vor Schluss. Pranic mit seiner größten Chance im Spiel verzieht, aber doch deutlich über das Tor. Das 2:0 wäre auf jeden Fall mehr als gerecht. Andererseits ist ein Erfolg trotz knapper Führung nie in Gefahr. Die Austria gibt über die volle Distanz keinen einzigen Schuss aufs Tor ab. Anders der SV Horn, 89. Spielminute, die endgültige Entscheidung. Und wie heißt der Torschütze? Eklar, Radovan Vujanovic mit seinem nächsten Treffer. Dieser Angriff wird perfekt zu Ende gespielt, nachdem man einige Chancen liegen gelassen hat. Ist dieses Spiel jetzt endgültig entschieden? Letztendlich heute hat wir Hock für den gewonnen. Wie ich glaube, ich hatte noch, weiß ich nicht, 600-700% Chance gegen eine gute Mannschaft. Amateure von aus, der spielt richtig guter Fußball. Die sind einfach, hat auch erfahrene Spieler von da aus. Wir sind hoch zufrieden heute mit diesem Spiel und mit einfach Leistung und natürlich mit 3 Punkten sowieso. Der SV Horn gewinnt das erste Spiel unter Hamayoshi klar und völlig verdient mit 2:0. Das kennt auch Austria-Trainer Andi Obris neidlos an. Nein, ich glaube, dass unterm Strich der Sieg für Horn in Ordnung geht. Auch weil die Vielzahl der Chancen, die sie sonst noch ungenutzt gelassen haben, einfach für sie spricht. Meine Burschen haben sie heute so gut als möglich gewehrt. Alles, was wir drinnen gehabt haben, haben wir reingehauen.
aber es war für heute nicht genug. Horn war einfach besser. Hamayoshi sagt, dass die Perspektive außerhalb des Spiels gar nicht einmal so schlecht war, um das Spiel zu beobachten. Allerdings wäre er das nächste Mal doch lieber näher am Spielgeschehen dran. Weil die Wiener am Tag danach eine Niederlage in Ritzing kassiert, steht der SV Horn ab sofort wieder punktegleich mit dem besseren Torverhältnis an der Tabellenspitze. Ja, ich denke, dass es bis am Ende spannend bleiben wird. Wer dann am Schluss die Nasen vorn hat, lassen wir es überraschen. Aber so wie es heute auftreten sind, wenn sie so jede Woche spielen, werden sie wenig Probleme haben.